Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft Staffel 6. So, hier sind wir wieder. Ich habe hier ein bisschen was weitergemacht. Hier habe ich einen Furnace, der schon unser Eisenflakes hier durchbrennt, die ich hier produziere. Aha. Komischerweise können hier 66 rein statt 64, aber okay. So. Ich glaube, den Aufbau haben wir eh letztens schon gemacht. Ja, haben wir letztens gemacht. Hier habe ich ein Furnace, da werde ich euch noch zeigen. Ihr seht, der hat kein Fuel, arbeitet aber. Das werde ich euch kurz mal zeigen, auf die Schnelle. Ich hoffe, dass das hier ausgeht. Da gibt es einen Mod. Und zwar nennt sich der Remote.io. Da gibt es diesen Lava-Bauer Tida. Den kann man sich craften. Da können wir uns ja noch eincraften, ist ja kein Problem. Da seht ihr mal, wie das Ganze vonstatten geht. Die dunklen brauche ich. Davon brauche ich 6 Stück für diese Iron Bar. So, Furnace sollte ich haben. Lava habe ich jetzt nicht, also Bucket. Die Lava steht noch da. Warum die da steht, wird er auch gleich wissen. So, dann haben wir hier so einen Lava Power Heater. Was der macht, ist cool. Und zwar stell den Ofen hier hin, platziere den unter den Ofen, und hier müssen wir aufpassen, da ist Lava. Also den platziert man unter den Ofen, zack. Und wenn der auf 2 Seiten Lava bekommt, erhitzt er automatisch den Ofen. Hier bekommt er jetzt von vorne Lava, wenn ich hier aber zumache, geht die Flamme wieder aus. Der braucht von 2 Seiten, jetzt kriegt er von dieser Seite. Und deswegen mache ich hier auch nochmal auf. Tauche hier auch noch ein Lava-Eimer rein, deswegen ist hier die ganze Lava. Zack, jetzt haben wir wieder Hitze. Jetzt können wir hier wieder was durchschmelzen, wenn wir wollen. Damit das ein bisschen besser ausschaut, habe ich hier oben schön Marble raufgetan. Das mal vorweg. Kurze Sache. Können wir hier immer schön alles durchbrennen. So. Und das sogar kostenlos. So. Ja. Nein. Nein, die Musik kann man lassen. Wir haben wieder immer wieder keinen Sound hier. Ich weiß nicht, warum der das immer zurückstellt. Oh. Scheiß Maschine ist laut da hinten. Dann schalten wir lieber mal den Sound wieder aus. Oder ganz tief mal. Der hat zu rattern hier, ja. Ordentlich auch noch. So. Wir brauchen jetzt für Rotary Craft, was wir hier hinten haben, haben wir jetzt eine Ausbeute von 3 Erzen pro 3 Flakes pro Erz, also 3 Ingots. Bei Rotary Craft gibt es aber noch was Besseres. Da schafft man 5 Ingots aus einem raus. Und die Maschine werden wir uns jetzt bauen, beziehungsweise mal vorbereiten, um die bauen zu können. Und dann werde ich offline, werde ich nochmal den Woodcutter aufbauen. Haben wir schon mal gemeinsam aufgebaut, den werde ich dann nochmal aufbauen. Dass ihr wisst, da werde ich eine Baumfarm bauen. Das werde ich aber offline machen, weil das habt ihr ja schon gesehen, wie man das baut. Hier ist noch immer schön voll, das passt. Und ich wollte jetzt bauen, und zwar, wir brauchen zuerst dieses Labrikon. Das bekommen wir, wenn wir Canola Seeds in Grinder hauen. Kriegen wir das raus. Canola Seeds haben wir. Die habe ich angepflanzt, die kann man ganz normal anpflanzen und wieder ernten. Die müssen wir jetzt in den Grinder hauen. Ja, da muss der abgebrochen werden. Hauen wir die rein. Jagt er durch, und da ist ein Dank, ein interner. Und da haut er die rein. So. Jetzt müssen wir nur, dass das irgendwie rauskriegen. Wie macht man das am besten? Mit dem Duct, nee, Fluid Duct heißt das. Mal schauen, ob wir uns da was bauen können. Nee, wir machen das anders. Jetzt gucken, wie viel haben wir da noch? 2. Wir bauen uns noch so einen Dank. So einen. Und da backen wir das rein. Den nächsten können wir uns ja nicht bauen, weil wir keinen Imber haben, gell? Nee. Imber haben wir nicht, weil wir haben keinen Induction-Schmelzer, gar nichts. Aber egal, dann machen wir das so. Einen Eimer haben wir mit, da kann man den Eimer da rein tun. Wenn hier voll ist, kriegt man einen Eimer raus. So, dann haben wir das. Was anderes kann man jetzt eh nicht warten, außer warten. Dann gehen wir noch Maschinen bauen.
Denn wir brauchen, um die Maschine herzustellen, noch andere Maschinen. Erstmal immer Erfahrungspunkte fressen. Zwar brauchen wir einmal hier so eine Gearbox. Achtfache Gearbox, das habe ich hergestellt. Das sind jede Menge Diamanten, die wir hier brauchen. Dreifach Zahnrad. Das Dreifach Zahnrad kriegen wir wieder aus dem Dreifach und normal. Zack, zack. Sind doch jede Menge Diamanten. Wir hatten 20, jetzt haben wir glaube noch einen oder so. Da muss man das so, dann bekommt man hier eine Gearbox, also eine Übersetzung. Ich sag mal zu Getriebe am besten. Von 8 zu 1, das brauchen wir. Und wir brauchen noch eine Maschine, da muss ich mal überlegen, wie die gegangen ist. Ich möchte jetzt mal versuchen frei zu bauen. So und so, glaube ich. Ja, genau. Bedrock Breaker. Ja, die Maschine macht genau das, was hier oben steht. Bedrock Breaker braucht 2000 Megawatt und 8000 Kilowatt. Ja. Werden wir aber jetzt in dieser Folge nicht einsetzen. Aber wir haben es schon mal. Weil wir brauchen da dann noch, was ich nicht habe. Ich habe die vergessen aufladen, da brauchen wir mindestens eine. Besten zwei, deswegen haben wir auch zwei. Aber die habe ich hier vergessen aufladen. Was natürlich doof ist. Ich wollte die eigentlich aufladen, aber jetzt. Ja, wenn hier 1000 drin ist, haben wir ein Bucket. Ja. Kann ich nicht schlafen? Mal gucken, ob er schlafen geht. Oder auch nicht. Oder so machen geht auch. Muss ja nicht schlafen. Ah. So, netter Junge. Netter Junge, schon ein älterer als ich, aber netter Junge, ne? Kleiner Junge. Die Maschine haben wir gebaut. Da brauche ich dann noch den hier. Und mehr brauche ich glaube nicht. Nee, das können wir aber mal. So, dann habe ich ihn mit auf die Schnelle hinstellen gehen. Anschalten werden wir es definitiv noch nicht. Mal kurz hier ein bisschen umstellen. Die muss ich ein bisschen leiser, die nervt mich. Ich weiß nicht, wie laut sie bei euch ist, aber egal. Wir haben ja hier unten so einen Dörtel, den habe ich noch immer nicht umgesetzt. Den werden wir aber umsetzen mal. Oder ich offline zumindest. Beziehungsweise schauen, dass er weiter möchte. Wir reden wegen Items. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, ich habe wieder meine Stufe runtergebaut. Hatte ich, ja. Hatte ich. Die war ja hier runter. Zack, zack, zack. Und eigentlich hier 90 Grad um die Kurve. Haben wir nicht mehr. Da unten habe ich extra schon frei gemacht, dass wir zu Bedrock runterkommen, aber das werde ich dann wohl nochmal neu machen müssen. Dann werde ich hier die Stufe runter machen. Denn wir müssen runter bis zum Bedrock. Die habe ich nirgends eine Stufe runter. Kacke. Na okay, müssen wir halt damit leben. Muss ich halt offline nochmal buddeln. Vielleicht habt ihr auch schon gesehen, ich habe hier die ganzen Kisten schon rein getan oder das Gröbste an Kisten schon reingetan ist im E-Lager. Kann man den Scheiß ja auch noch abbauen. Denn hier draußen kommt dann, werde ich dann wieder eine Hütte hinbauen. Da kommt dann eine riesen Hütte noch hin. Den Kack können wir, ich glaube, auch schon langsam mal wegmachen, oder? Na wobei, da wollte ich auch noch was bauen. Jetzt weiß ich wieder, was wir machen könnten. Und zwar gibt es sowas, das nennt sich Factory. Bla 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 bla. Nee, da nicht. Hier sind wir. Basic Factory. Und hier sieht man, die heißen alle gleich. Außer Basic, Advanced. Und wenn man Shift drückt, sieht man unten. Also Typ Schmelze. Das ist ein Enriching, Crushing, Compressing, Combine, Purifying, Injecting. Keine Ahnung, was das Ganze heißt. Wir wollen einen Schmelzofen bauen. Dazu brauchen wir mal ein paar Komponenten. Schauen, was wir haben. Okay, das haben wir. Haben wir da was? Nee. Haben wir da was? Ja. Also, das haben wir mal. Da fehlen uns die
elektrischen Schaltkreise. Was haben wir denn da? Kupferkabel. Kupferplatten. Machen wir mal Kupferplatten. Da werden wir, ich denke mal, viele brauchen. Dann werde ich definitiv wahrscheinlich diese Cutting-Dings da brauchen. Da brauche ich wieder die Platten. Die hier, so. 5 werden reichen. Keine Ahnung, wie viel ich da wirklich brauche. Ich hasse halt das Quest. Ich möchte nicht unbedingt viel damit arbeiten in dieser Staffel, aber gehört leider auch dazu, sonst kommen wir nicht weit. 1, 2, 3, 24. Dann muss ich jetzt gucken. Ich glaube, ich habe kein Rubber. Genau. Weil ich habe nur dieses rohe Rubber. Ich glaube, da können wir nicht. Wie können wir das weiterverarbeiten? Schmelzen. Tja, dann müssen wir das in den Ofen hauen. Raus den ganzen Schotter hier. Du auch mal hier rein. Nochmal Rubber suchen. Da haben wir da auch noch einen rein. So. Das ganze Eisen und so können wir hier wieder rein hauen. So. Zack. Ja, da müssen wir warten, bis wir Rubber haben. Hm, doof, 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 doof. Was brauchen wir sonst noch? Ja, da brauchen wir 4 Schaltkreise. Golddust. Ach du Scheiße. Grinder. Ist aber Industrial Grinder. Extra Bees. Crusher könnte man bauen. Okay. Wie baut man einen Crusher? Ne, war Crusher nicht. Universal müssen weiter. Den wollte ich haben. 2 Schaltkreise, 2-mal Lava, ja, das wird sich ja ausgehen, oder? Mal die Schaltkreise, da müsste man halt gucken. 4, 8, 11, wir brauchen genau 12, also einen brauche ich noch. Dann können wir uns 2 Schaltkreise bauen und den Crusher. Dann hätten wir das schon. Dann wird das schon mal klappen. Ich bin begeistert. So, so, so. Dann, was war denn da alles? Redstone. So, so. Und in der Mitte war... Boah, ich weiß gar nicht mal, wie ein Schaltkreis geht. So. Also Eisen in der Mitte. So, die 2 haben wir. Dann brauchen wir... eigentlich eh nichts mehr. 2-mal Lava-Eimer. Das sollte kein Problem sein. Wir haben einen Eimer hier. Zack. Und einen Eimer habe ich Wasser drin. Hm, ja, dann holen wir lieber den Eimer hier raus. Den können wir hier reinschütten. Zack. Da haben wir einen über. Dann können wir hier noch einen klauen. Und hier den Crusher rausnehmen. Zack. Dann kriegen wir die Eimer wieder. Dann können wir hier gleich wieder einen Eimer reintun. So. So. Dann die 2 hier reinleeren, dann haben wir hier wieder frisch. Den Crusher, der braucht Mechanismenstrom. Das heißt, eigentlich könnten wir ihn theoretisch einfach hier dran klatschen. Aber vielleicht am besten hier. Füllt sich, genau. Die wird leicht entleert, ne, nicht wirklich. Und hier können wir dann Gold reinmachen. 1, 2, 3 Gold mal. Mal hoffen, dass das geht. Ja, er klappert, also funktioniert es auch. Der braucht 50 Joule, naja. Das geht sich aus mit unserer Stromversorgung. Das ist gut, Gold. Ah, Leute, ja, ja. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Auf alle Fälle dieses Labrikon haben wir. Dann brauchen wir... Wir werden da später auch noch eine CV... Irgendwas TVT-Unit brauchen. Und dafür brauchen wir im Bedrock-Shaft-Unit. Und da brauchen wir den Bedrock-Dust. Und den Bedrock-Dust bekommen wir nur, wenn wir... Ja, Bedrock... verarbeiten. Und das geht nur mit diesem Bedrock-Breaker.
Das heißt, ich werde jetzt wirklich mal alles vorbereiten. Auch diese Factory, die ich hier angesprochen habe, werde ich schon mal bauen. Komplett fertig. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder, wenn ich alles gecraftet habe, wo wir nur noch aufbauen und verwenden. Dann sage ich in diesem Sinne alles Gute und wir sehen uns. Lasst Like und ein Abo da. Ciao.